Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Dungeon Quest, nämlich der Vorstellungsfolge. Yay! Hintergrundgeräusche bitte nicht beachten, danke. Worum geht es in diesem Projekt? Ganz einfach, dieses Projekt ist ein riesiger Dungeon-Turm. Wer nicht weiß, was ein Dungeon ist, das ist sowas wie ein Gebäude, durch das man sich durchkämpfen muss. Und ja, ich schlüpfe mal zum Spawn. Der ist nämlich hier. So, am Anfang werdet ihr genau hier spawnen. So, deshalb steht hier ja auch Set Spawn. So, wer meine andere Adventure Map kennt, weiß, was für ein Spawn das hier ist. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was steht hier Schönes. Natürlich erstmal das DQ für Dungeon Quest, also das ist das Logo dieser Map. Equippen, okay, das machen wir jetzt noch nicht. TP to Dungeon, beziehungsweise zum Dungeon, was haben wir hier? Die Sound Settings. Ich stelle die jetzt erstmal auf. Ja, ich stelle die jetzt nicht auf Max. Auch wenn ich das hier hingeschrieben habe, dass ihr das machen solltet. Dieses Resource Pack ist in diese Map integriert. Ihr könnt es nicht entfernen. So. Ja, was haben wir hier schon für ein Knöpfchen? Ja gut, ihr könnt mich hoffentlich trotzdem noch lesen. Ja, kann man trotzdem noch lesen. Nämlich Grand Quest. Mal ganz kurz. Ja. Okay, hören wir uns die Quest doch mal an, will ich behaupten. Bevor wir starten. Willkommen zu Grand Quest von Dungeon Quest. Bewältige alle 10 Ebenen durch. Auf jeder Ebene lauert ein schlimmer Feind. Schlimmer wie der andere, um zum Ende durchzubringen und dann schon wieder verlassen zu können. Viel Spaß dabei! So, und das war die Grand Quest. Boah. So, als nächstes equippen wir uns erstmal. Okay. Wir bekommen ein Dia-Schwert, eine komplette Dia-Rüstung, 5 Kuchen, ein Schild und eben, genau, diese ganze Rüssi, würde ich mal sagen. Verzeihung. Ich bin eher, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so der Schild-Nutztyp, aber ich werde mein Bestes versuchen in dieser Map. Und dann können wir hier auf zum Dings porten drücken. Zum Spawn sozusagen. Hier kommt man dann da oben zu Spawn. Und ja. Au! Okay, strange. Ebene 1. Okay. Okay. Ich mach mal ein bisschen leiser. So auf. Machen wir mal 20%. Das wird zwar eigentlich noch zu laut, aber egal. Gut. Die erste Ebene haben wir jetzt geklärt. Wir können nicht raus. Es geht nicht. Hier ist kein Knopf. Also müssen wir wohl oder übel weiter hoch gehen. Bitte immer hier auf diese Dings zu, Dings gehen. Auf die Druckplatten. Wenn ihr die Map spielt. Also es ist halt relativ einfach. Ich sehe schon, es ist relativ einfach, aber trotzdem, wir können nicht raus, bevor nicht das Ganze, genau, sie wird uns angreifen, wir können halt nicht raus, außer wir, okay, die macht einen Dance, außer wir bewältigen den kompletten Dungeon. Erst wenn wir den bewältigen, können wir, bewältigt haben, so rum, können wir den auch wieder verlassen.
Jetzt haben wir ein Problem, weil wir ein. Ja, ich hätte vielleicht noch. Na gut, ein paar Sachen kann ich hier noch fixen, bevor ich die Map euch überlasse. Vielleicht noch ein Wasser hier reinzumachen, zum Beispiel. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz mich reggen, indem ich hier Dings esse. Ah, ich muss den Schild rausnehmen. So. Muss mal was essen. Kann ich den überhaupt platzieren? Nö, kann ich nicht. Okay. Dann ist wohl nicht Dragon angesagt. Gut, wobei, könnte das eigentlich mal ganz kurz ändern. Survival. Im Survival müsste es möglich sein. Au. Ja, im Survival können wir den essen. Können wir den irgendwie eigentlich auch. Können wir den Rest wieder irgendwie mitnehmen? Nö, können wir nicht. Okay. Ja, kann ich mich hier irgendwie wieder vollrennen? Nö, kann ich nicht. Creeper. Oh. Ich mag keine Creeper. Aua. Na gut. Dann ebenso. Ohne Creep. Ping. Creep. Creep. Creeper. So. Und zack. Dann würde ich den auch mal essen. So. Ich springe jetzt mal ein bisschen rum, damit ich mich wieder vollreden kann. Und den Rest von dem Kuchen auch essen kann. So, ich würde das beibehalten, nur eben von Adventure auf Survival Mode ändern. Später würde ich zumindest sagen. Und Wasser. Dafür ist diese Vorstellungsfolge da. So. Okay, Plagegeister. Und so ein Nivoka-Viech. Was zum Obst? Okay. Au. Lasst mich in Ruhe. Wir müssen den da killen. Wenn wir den nicht killen. Oh. Okay. Jetzt nur noch die Wechsel. Und. Und ich habe es natürlich nicht geschafft. Und habe auch nichts mehr. Ich muss mich jetzt wieder neu equippen. Und so. Damit es jetzt schneller geht, gehe ich mal kurz in den Creative. So. Wo waren wir jetzt bei Plagegeistern? Da. So, dann zurück in den Survival. Wo seid ihr? Da. Au. Vielleicht ein Bogen noch. Ein paar Dinge muss ich vielleicht noch verbessern. Stimmt endlich! Aua! Ich kann mich hier gar nicht verteidigen, so richtig. Also entweder verteidigen oder angreifen. Natürlich, jetzt habe ich den wieder respawned. Eigentlich nicht das, was ich wollte. Au. Okay. Möglichst nicht. Möglichst versuchen nicht zu sterben. Au. Au. Aua. Ich werde gleich bestimmt wieder sterben. Lass mich in Ruhe.
Au! Und ich war das jetzt der Letzte. War's auch. Okay. Jetzt erstmal Zeit zum Raiden. Offiziell Zeit zum Raiden. Bevor wir den Dungeon nochmal erkunden gehen, sozusagen. So, jetzt werden wir den Kuchen essen. Also ein paar Sachen sollte man schon berücksichtigen. Ich bin jetzt einmal gestorben. Aber ja. Kann ich mich hier noch vollranken oder so? Möglich oder sowas? Okay, ganz voll muss auch nicht sein. So, wo sind wir jetzt mittlerweile? Ebene 7. Der wird uns eigentlich nicht angreifen, aber weil wir ihn angegriffen haben, greift er uns an. Okay. Gut. Dann können wir ja weiter zur nächsten Ebene. Oh, juckt gerade. Die hasse ich. Ich hasse sie. Ja, und ich werde jetzt wahrscheinlich eh gleich wieder sterben. Weil man sich vor denen nicht verteidigen kann. Außer einfach im Kreis zu rennen. Boah, hab's geschafft. Okay, jetzt muss ich mich aber wirklich erstmal wieder retten. So. Komm, lass mich den Kuchen da essen. Man müsste die Dinger auch mal abbauen können, würde ich mal behaupten. Lass mich den Kuchen essen. Komm. Also ihr seht schon, wir haben hier eine relativ starke Abnutzung, würde ich mal behaupten. Ja, komm. Kuchen. So, musst du kurz niesen. Wir sind fast wieder vollständig aufgeladen. So, wie viele Kuchen haben wir noch? Eins, zwei, drei. Also bis jetzt sind wir einmal gestorben und ich würde es auch gerne dabei belassen. Geist. Ah. Okay, zu laut. Aber gut. Okay. War ja einfach. Dann sind wir jetzt hier bei dieser Stufe. Und hier müssen wir gegen eine blöde Witch kämpfen. Das Problem bei den Witches ist, dass die einen gerne mit Tränken befeuern und wir haben einen Knopf bekommen. Nein. Böse. So, wir haben jetzt einen Knopf bekommen und den müssen wir hier platzieren. So. Zack. So, zack. Gut, jetzt sind wir am Ende angekommen. Der Dungeon ist clean und die Quest erfüllt. Juhu! So, das heißt, wir können jetzt einfach hier hin dackeln und auf den Knopf drücken. Yay! Gut, das war's. Ich werde ein paar Änderungen noch vornehmen, bevor ich die Web veröffentliche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Wenn euch solche Projekte gefallen, dann könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen, aber vergesst dann bitte auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und ciao, Leute!
Thank you.